Heute hätte Karl Friedrich Schinkel eine Menge Follower, wäre so etwas wie ein Star auf Instagram mit seinen Werken. Das sieht auch der Schinkel-Experte Adrian von Butler so, den wir an Schinkels großer Neugierde am Schloss Klinike treffen. Schinkel verdankt auch seinen großen Erfolg in seiner Zeit einem ungeheuren Netzwerk von Förderern und auch von Mitarbeitern und von Kollegen bis hin ins Ausland. Der Baumeister Preußens hat Berlin geprägt. Am Gendarmenmarkt das Schauspielhaus, am Lustgarten das alte Museum, die neue Wache unter den Linden, die alte Nationalgalerie, die Friedrichswerdische Kirche oder auch die Elisabethkirche in Mitte und das Denkmal auf dem Kreuzberg. Natürlich die Bauakademie gegenüber vom Schloss. Hier wohnte Schinkel mit seiner Frau Susanne. Ohne sie, so erklärt uns Schinkel-Expertin Elke Blauert, wäre sein Erfolg nicht möglich gewesen. Sie hat ihm nicht nur 4 Kinder geboren, sie hat ihn gemanagt, sein ganzes Leben lang. Ohne Susanne Schinkel wäre Schinkel nicht Schinkel gewesen. In der Antike finden sich seine Vorbilder. Aber seine Bauten passten sich auch der Gegenwart an, wie beim alten Museum am Schloss. Hier stand das Pantheon Pate. Es ist sozusagen auch das Heiligtum der Museumsinsel. Es ist zugleich das, wenn man so will, bürgerliche Pendant zum Königshaus gewesen und deshalb sehr bedeutend für die Berliner Stadtlandschaft. Zeichen eines neuen liberalen Geistes, Schinkel also ein Reformer durch die Architektur? Und zwar war er der Meinung, und das ist ganz aktuell jetzt in Corona-Zeiten, dass die Kunst und Kultur eben nicht sozusagen Sache von wenigen Privilegierten am Feierabend ist, sondern eben für die ganze Gesellschaft ein notwendiges Lebenselixier. Schinkel war nicht nur Baumeister und Architekt, auch Maler und in seinen Bildern Architektur. Und er war erfolgreicher Möbeldesigner. Er hat auch natürlich sehr viel gemacht im Kunstgewerbe und versucht, den Geschmack der Leute zu heben, gerade als es um die Industrialisierung ging, die er in England studiert hatte. Da war plötzlich alles möglich in Massenproduktion aus Eisen und anderen Materialien. Zum Beispiel auch für sein Schauspielhaus, das heute ja Konzerthaus heißt. Von seiner Bauakademie, die im Krieg zerstört und danach abgerissen wurde, steht nur eine Musterecke. Der Wiederaufbau wird mittlerweile seit 30 Jahren diskutiert. Ich bin dafür, dass man die Bauakademie, wie oft schon gesagt, so getreu wie möglich aufbaut. Karl Friedrich Schinkel starb vor 180 Jahren. Er wollte mit seinen Bauten Menschen erfreuen und belehren. Aber berührt seine Architektur die Menschen noch heute? Sie spüren, das ist schön, das ist gelungen, das ist wunderbar. Übrigens auch das Eiserne Kreuz an der Quadriga und bis heute Hoheitszeichen der Bundeswehr stammt aus der Feder eines Mannes, der das Berliner Stadtbild so nachhaltig geprägt hat.